Und willkommen zur Secret Map von Heretic. Ja. Episode 1, also quasi E1M9. Auch wenn ich persönlich Secret Map eigentlich immer eher ungerne mache, weil die natürlich immer die Nummer ein bisschen durcheinander bringen. Aber ganz ehrlich, wenn wir sie schon mal gefunden haben, können wir sie auch nur nutzen. Nein, bitte keine neuen, sondern die aktuelle laden. Tja, vor allem kommt gerade die Sonne so schön rum, das heißt, sie ist gleich direkt auf dem Bildschirm. Und die Map scheint ganz schön dunkel zu sein. Ich hoffe also, dass das nicht ganz so katastrophisch wird. 81 Gegner, ne? Schauen wir mal. Vor allem so transparenten Gegner, wie scheint. Alter, die ganze Zeit so eine Fischer jetzt hier? Das kann ja Alter werden. Alter! Oh, die Map kotzt mich jetzt schon an. Die ganze Zeit so eine Ghost-Dinger, ist doch nicht mehr normal. Ja, hat ja wunderbar geklappt. Leck mich. Okay, wir werden diese Map wahrscheinlich oft probieren werden. Das hat ja genau gar nicht geklappt. Okay, komm. Doom 1x1. Schön im Kreis laufen. Erstmal alle Gegner anlocken. Und dann, nachdem wir alle angelockt haben, dann schön im Kreisverkehr fertig machen. Aber natürlich uns selbst dabei nicht treffen lassen. Das wäre, was ist das für Mist? A. Draußen ist scheiße hell. B. Die Map ist scheiße dunkel. Und C. Sind diese Viecher auch nur transparent. Sowas macht man doch nur, wenn man mich ärgern möchte, oder? Ich meine, wir sind gerade dabei, uns das irgendwie zu schaffen. Ich korrigiere, wir haben es irgendwie geschafft. Aber trotzdem. Ist doch nicht mehr normal. Hier ist einfach alles transparent. Hier ist einfach alles transparent, ich glaub's ja. Okay, erstmal das anlocken, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und dann einfach dem anderen erledigen. Noch knapp 80 Pfeile. Okay, Pfeile sind wieder voll. Sehr schön. Ah, das war gerade richtig dumm. Nee, sorry, aber Pfeile verschwenden, darauf schießt man wirklich nicht.
Ja, jetzt habe ich sogar weniger gebaut als davor. Lollerhoff. Oh, wir sind schon gleich fertig. Klappe! Hallo? Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Natürlich lebt er noch, was denn sonst? So. Jetzt wissen wir also, wir haben noch ein 20er Pack an Rakete, wollte ich gerade sagen. An diesen Dingern da. Ist das schon mal gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Einmal speichern. Damit haben wir jetzt also den ersten Bereich. Dann gucken wir mal, was der nächste Bereich ist. Kommen wir schon rein? Nein. Da brauchen wir ein Key. Achso, hier ist die Startposition. Können wir mal ein bisschen Munition mitnehmen hier. Diese Secrets, ja, zwei Stück. Zwei Secrets, okay. Ah ja. Vielleicht finden wir wenigstens eine, vielleicht finden wir sogar alle beide, mal gucken. So, genau, die hier, die tun einem selber nicht weh, man kann die sogar rumschieben. Aber wenn die halt hochgehen, dann machen sie halt auch einem selbst Damage. Also wenn die, man sollte dafür sorgen, dass wenn man die Dinger abknallt, man selber nicht in der Nähe steht. Oder in der Nähe ist. So, da waren wir gerade, gehen wir mal hier rein. Achso, ist der... Gibst du den einen rum? Okay. Heißt, wir müssen also da oben rein. Aber da brauchen wir einen blauen Key. Wir haben doch ja keinen blauen Key. Weißt du, was der Opa da immer sagt? Fick dich ins Knie. Ah, na schau mal einen an. Lebt er noch? Nee, er ist weg. Ah, der gelbe Key. Und ein Schalter. Genau deswegen habe ich lieber alles mit einmal gemacht. Nein, das habe ich auch gesammelt. Scheiße. Mann, immer dieses aus Versehen aussammeln von Munition. Jetzt geht es hier genauso schön ab wie bei Doom. Ist ja scheiße. Schnell! Dann halt nach links laufen. Easy. So, nehmen wir am besten nochmal die hier, wenn er davon gerade schon ist oder 20er. Okay, einer kommt nicht raus. Ja, ich gebe zu, das war gerade dumm. Junge, was machst du da hinten eigentlich? Kannst du mir was mit erklären? Weißt du, es gibt hier Regeln, es gibt hier Gesetze. Es gibt hier eine Straßenverkehrsordnung. Trab an, mein Mädel. Geht doch. Hallo? Danke. So, dich nehme ich mit, dich nehme ich mit und dich brauche ich gar nicht mehr. Sehr schön. Dann haben wir jetzt den gelben Key. Der bringt uns aber gar nichts, wir brauchen blau oder grün. Wollt ihr mich verarschen eigentlich? Macht ihr das jetzt hier gerade vorsätzlich oder ist das einfach nur Dummheit? Ach, da hinten ist die gelbe Tür. Da sagt das doch gleich, Junge. Woher soll ich das denn wissen? Oh. Ich schätze mal, wir locken jetzt mal alle Gegner wieder raus. Das geht am besten, indem man einmal rum. Ach du Kacke, was ist das denn für ein Raum? Nicht gut, Walla nicht gut. Walla, ich schwöre nicht gut. Walla, ich küsse deinen Nacken. Ey, das ist so ultra funny hier gerade. Gefällt mir. Macht voll laut, ne? Oh, ich darf nur nicht drauf. Ich muss nur darauf achten, dass ich alles an Munition verschwende.
voll Laune hier. Ich glaube, die ganzen roten Vögel haben wir alle mittlerweile. So, gibt es hier irgendwo was, was man... Ich weiß nicht, Strich? Nee, aber das ist auch ein Strich. Das ist ein schwarzer Strich. Die wird bestimmt verarschen. Dann halt nicht. Na gut. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt. Das ist ein Schalter. Zum Beispiel. Okay, ich glaube, ich nehme mal die Waffe hier. Schaut doch mal bitte. Geht doch. Ist die Sonne gerade gnädig und scheint gar nicht so sehr. Habe ich dich gerade umgebracht? Map, ey. Vor allem, was müssen wir eigentlich machen? Ach, okay, verstehe. So, hab's. Tschüss, bin raus. Wo ist der Ausgang? Achso, vielleicht noch voll Munition einsammeln. Genau, den grünen Key haben wir jetzt. Alter, das war ja mal eine geile Abteilung, Map, Abschnitt oder wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ich möchte nach da. So, na dann, hallo. Wieder einmal in das Abgrund der Metroid-Geschichte. Oh. Okay, der Raum hier sieht sehr gefährlich. Ach, scheiße. Ich hab einen Schalter gesehen. Ich schwöre, ich hab einen Schalter gesehen. Das war keine Halluzination. Das war viel reeller. Autsch, das war voll verschwendet. Ups, falscher Weg. Nein, ich wollte gar nicht lang. Ich wollte raus. Gibt's hier auch mal einen raus oder gibt's nur rein? Ich hau dir gleich eine rein.
Hilfe! Ach da! Oh, Alter, Leute! Ich wollte nur kurz rein, alle Gegner aufwecken und dann wieder raus. Und habe einfach währenddessen gleich alles mit einmal gemacht. Ich habe beim Fluchtversuch den Schalter gleich gefunden und gedrückt. Hab gleichzeitig den blauen Key gefunden und eingesammelt. Ja, und bin gleich wieder raus. Ohne auch nur einen einzigen Gegner umzubringen. Yay! Das ist ja. Was zur Hölle war da gerade los? Geht das Ding auch wieder zu? Ich hätte wahrscheinlich einfach nur warten brauchen. Ja. Tada. Hätte einfach nur kurz warten brauchen. Und schon wäre der Bereich für mich abgeschlossen gewesen. Easy! Genau so muss das sein. Okay, dann können wir direkt zum nächsten Bereich gehen, ohne Munition zu verschwenden. Ist doch absolut genau das, was ich möchte. Der nächste Bereich ist jetzt der große Bereich da drin. Sollte ich vielleicht erstmal alle Türen einfach mal öffnen? Einfach mal so random gucken, was drin ist? Ich mach's einfach mal. Und dann erledige ich die ganzen blauen Fischer erstmal, die ganzen roten Fischer hier erstmal mit meiner ultimativ geil geheimen Waffe. Ich gehe einfach durch. Oh, ach, ist ein Center im Center. Quasi wie ein Einkaufscenter. Ja, okay, ich weiß, aber schlecht. Also ich muss sagen, am schwersten an der Map bisher war eigentlich jetzt direkt der Anfang, wo wir am Anfang gleich diese ganzen Horden von diesen komischen Bumerang-schmeißenden Fischern da hatten. Äxte-schmeißenden Fischern da hatten. Jetzt die anderen Bereiche sind eigentlich alle relativ easy. Gut, ich meine, bei der grünen Karte, da hatten wir jetzt echt mehr Glück als Verstand. Ich schätze mal, von der Anordnung oder von dem geometrischen des Raums, kann man das so sagen, ich habe keine Ahnung, sollte das wahrscheinlich auch relativ schwer werden. Nur das haben wir relativ günstig irgendwie umschifft. Von daher hatten wir da tatsächlich einfach mehr Glück als Verstand. So, jetzt kommen alle her. Vor allem, ihr seht auch diese gelben Totenköpfe, die immer schießen, sind wirklich wie die Lenkraketen. Das heißt, sie können zwar vertikal steuern, können aber horizontal nicht mehr nachregeln. Das heißt, wenn sie jetzt so schräg schießen, spaltern sie auch unweigerlich auf den Boden auf. Einfach weil sie nicht mehr hochziehen können. Das macht natürlich das Ausweichen, gerade auf Treppen, ultra einfach. Achso, das ist ja genau das, was die Dinger jetzt hier. Oh, das war schon das Ziel. Ja. Ich sag's ja, das Schwerste war eigentlich. Okay, jede Ecke öffnet das Ding. Na gut, dann würde ich mal sagen, damit wir jetzt noch schön hier die ganze Munition ein, die überall rumliegt. Jetzt haben wir zum Schluss ganz schön viel Gelbe verbrauchen. Mal gucken, ob wir überhaupt noch so viel Ersatzmunition finden. Sieht doch eher schwer aus. Okay, hier liegt keine mehr rum. Und wir sind ganz schön gedamaged. Wobei das ja kein Problem ist.
Wir haben unsere Fläschchen, die wir sowieso aufbrauchen können. So, ist hier noch irgendwie geile Munition? Jawoll. Ja, hier drinnen natürlich immer noch Bambus. Ich werde da drin auch jetzt nicht aufräumen. Ich wüsste gar nicht warum. Okay, gelbe Munition ist auch voll. Grüne Munition ist voll. Blaue Munition ist voll. Und mehr haben wir noch gar nicht. Ist doch geil. Dann können wir jetzt quasi direkt ins Ziel rennen. Wo ist das nochmal? Oben. Okay, also ein Secret sehe ich schon mal unten. Das andere Secret ist, vielleicht finden wir es ja, weil wir haben ja All Map. Ah, ich sehe nur eins direkt über diesen grünen Strichen. Seht ihr so ganz leicht diese grauen Striche? Da ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein Secret. Auf jeden Fall wahrscheinlich, klar. Ich möchte mal nochmal in den gelben Raum rein, weil da sind überall noch so eine kleinen grauen Striche. Vielleicht haben die irgendwas zu bedeuten mit etwas, was uns vielleicht noch was bringt. So, da hinten war irgendwo noch ein Schalter, den haben wir aber eigentlich schon gedrückt. Achso, der ist wahrscheinlich in der Mitte der Ding geöffnet auch. Das ist natürlich im Bereich des Möglichen. Würde aber bedeuten, dass hier nichts weiter ist. Oh, gut. So, Rüstungkammer. Oh, was für eine Rüstung. Jetzt ist er quasi voll bedient. So, ich gehe trotzdem nochmal in den grünen Raum rein. Einfach, ne? Wenn es da jetzt komplett Bambuse läuft. Es läuft natürlich noch komplett Bambuse. Okay, ich komme jetzt. Ja, das war richtig dumm. Wir sollten das einfach lassen. Ist gerade die dümmste Idee, die ich habe. Okay, komm, wir gehen einfach ins Ziel. Keine Ahnung, was in den Secrets da drin ist. Wahrscheinlich eine besondere Waffe oder sowas. So wie immer halt. In diesen Secret Maps, da hatten wir bisher noch keine gefunden. Aber ganz ehrlich. Geht doch ohne. So. Ja, das war die super geheime Power Secret Map. Da würde ich mal sorgen. Geht's morgen wieder mit E1M7 weiter, also der normal 7. Map, die normal heute gekommen wäre. Ja. Beziehungsweise nicht. Nicht morgen, sondern heute Nachmittag. Ist ja die 12 Uhr Folge denn. So, in dem Sinne, schon mit V. Schon wieder diese scheiß Feststelltaste, ich find's. Das Problem ist, ich sehe auch diese grüne LED an der Tastatur nicht, weil da genau die Sonne drauf scheint. Ich sehe einen Scheiß. So, jetzt. Schauen wir uns mal.